Ja, mal schnell die spielinternen Anleitungen nochmal durchgelesen, aber wirklich schlau geworden sind wir jetzt nicht. Wir haben einen Kipper. Ja. Bruchstein laden kann. Wir haben ein Nutzfahrzeug. Die haben Strom. Ach nee, der wird doch hier geladen. Hä? Die ganze Zeit was passiert und hier liegt ja auch Bruchsteine. Ja, hier haben wir doch Kies. Hä? Sag mal, kann es sein, dass ich gerade so ein bisschen das Vorarbeiterproblem angewandt habe? Dass ich immer nur geguckt habe, wenn gerade nichts passiert, wenn keiner gearbeitet hat? Ja, mal wieder so typisch. Da ist der Förderer, ist hier trotzdem Mist, da kann weg. Wieder mal hier sinnlos Geld ausgegeben. Ja, hier, Bruchstein. Kommt ja alles an. Ist da. Ich kann eigentlich noch einen zweiten LKW kaufen. Einen etwas größeren LKW. Gut, wir hätten halt Kies. Die zweite Quellenressource. Arbeiter. Quellgebäude. Was das? Besteller oder? Nehmen wir die Bushaltestelle hier. Kann er hier nochmal fixen Fußgängerweg bauen? Sind, dass wir genau von dort auch Arbeiter kriegen. Als nächstes Asphalt, Beton, Stahl, Steine. Vielleicht Steine als nächstes. Also, ne, wenn hier mal weitere LKWs auch holen, denn ein bisschen Kies können wir auch exportieren. Oh, Keeper. Komm, nehmen wir hier einen großen. Sieht's bei dir eigentlich mit dem Sprit aus? Hat er noch genug? Hast du schon mal tanken? Nein, er fährt dann automatisch hier runter oder muss ich dort oben eine Tankstelle nur noch bauen? Immer noch 14 Tonnen. War hier noch keiner tanken? Automatisch kaufen? Nein, hier löschen. Ich möchte hier manuell kaufen. Ich weiß nicht, ob hier mal einer tanken war. Denn hier für eine Route? Er fährt jetzt hier so, so und dann dahin. Warum fährt er nicht hier gerade durch? Und dem da zu viele Leute? Weiß keiner. Manchmal, wie ich auf Arbeit, da fahre ich auch einfach nur unsinnige Routen, um ein bisschen die Zeit zu verplempern. Wir haben wenigstens gearbeitet.
Ohne dann noch ein LKW. Wie viel Kies haben wir? Y-Tonnen. Da war ich wieder ein mittlerer. Ein zweites Produkt, das wir dann exportieren können. Es gibt Beschwerden, dass es hier kein Tropico ist. Naja, also ich meine erwähnt zu haben, dass es gewissermaßen ein russisches Tropico ist. Wohnbarken, da gibt es noch eine größere Auswahl. Das hier sind die ganz kleinen. Ja. So sieht man es nicht so recht. Ich kann immer mal ins Gebäude hinsetzen. Ja, hier hat es keine Stromversorgung. Kein Platz, kein Platz. Es gibt überall keinen Platz. Was ist hier denn? Ja, nicht so dicht dran zoomen, so sieht man ja die Texturen. Meine, wenn man zu dicht dran geht, dann sieht es irgendwie nicht mehr so hübsch aus. Das sieht ein bisschen angeklebt aus. Die ganz großen Plattenbauten können wir ja auch noch bauen, aber später, viel später noch. Fünftiger arbeitet, ja. Hier haben wir mehr Bretter. Eine Plätze in der Schule. Und ohne zweite Schule. Wir brauchen aber mehr Lehrer als doch nur Platz. Wo liegt denn das Problem? Keine Sportler, keine Kneipe, keine Kultur. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Können sie mal nicht so haben. Soll froh sein, dass sie arbeiten können. Ich finde sich hier auf dem Fußballplatz ein bisschen austoben. Können sie ein bisschen Fußball spielen. Also wir brauchen Beton, Asphalt, Stahl, Steine. Kies haben wir. Betonwerk. Verbraucht bei maximaler Produktion Kies und Zement. Wo kriegen wir Zement her? Hier wird kein Zement hergestellt. Wo kriegen wir Zement her? Zementwerk. Wir brauchen bei maximaler Produktion Kohle. Kriegen wir Kohle her? Ohoho. Nehmen wir aus exportieren. Kann man eigentlich hier die 500.000 Dollar einfach umtauschen in Ruhe? Kohlemine haben wir irgendwie schön Cola. Ja, dafür suchen wir mal ein bisschen mehr raus. Nee, außerhalb der Kartengrenzen. Ach, hör doch auf. Okay, da haben wir Cola. Da haben wir Cola. Muss ich jetzt eine Kohle eigentlich genau drauf bauen?
Das Grün ist, ob da noch recht ist, wenn es eigentlich reichen, wenn es in der Nähe ist. Steht hier irgendwas zu? Ressourcen erhalten. Kohle und Erz abgebaut. Okay. Ah, Gewinnmonosse. Das sind kleine Felder am Gazasee und sein. Ja, verstanden. Bedeutet nichts. Gelb bedeutet mit. Grün bedeutet viel. Okay, jetzt sind wir sehr viel schlauer. Alter, erreichen wir ein paar Flecke drin sind. Wir dann hier ein bisschen weit weg sein. Ein bisschen mehr Störung. Sie sehen hier schon wieder so ein komischer weißes Ding nochmal. Leistungstransformator bauen. Denn Umspannwerk ist ja immer eine Endverbindung. Immer diese Logistik. Läuft das eigentlich besser? Jetzt haben wir jede Menge Kies. Guter Export-LKW. Genau, der wird geladen. Dann fährt er zur Grenze. Also schön, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ja, wirklich so diesem Gebiet hier bauen. Jetzt wird dabei ein bisschen schwer, um zu wechseln. Ich meine, wenn sie hier rüber laufen, sind 175 Meter. Und die laufen ja maximal etwas über 300. Dann glaube ich, wie weit sie wirklich laufen. Also auf jeden Fall war 300 immer so die Grenze. Also wie gut, hier sind jetzt 309 Meter. Ist da glaube ich kein Ausgang, dass ich eine weitere Trasse setzen kann. Hier genau. Hier kommt Strom rein, hier geht raus, da geht raus. Muss ich noch einen Schalter irgendwo zwischensetzen. Ist ja auch wieder ein bisschen blöd. Kann ich nicht mittendrin etwa aufteilen. Bitte leider nicht. Da Gebäude im Weg. Gibt es denn genau alles für Schalter? Wir haben das Umspannwerk. Verbindung. Ich habe noch einen Leistungstransformator. Vorne gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Frage, wo setze ich den hin? Schalter. Der Spannungsschalter sollte ja Anforderungen genügen. Ich glaube, den quasi irgendwo hier so setze. Geht's halt ja, da so rechts rein. Wäre ein bisschen so schräg dann setzen. Halt Mitte, die Verbindung zu dem Umspannwerk. Und das andere Ende dann hier rüber. Denken, so viel planen. Ohne sonst nichts weiter. Was denn, dass hier kaum Leistung benötigt wird, weil ja kaum gearbeitet wird, weil ständig irgendwas fehlt. Und so viel Kies soll da vielleicht mehr exportieren.
Nein. Mittelspannungsschalter, der reicht. Haben wir. So, damit keiner merkt, dass Strom aus sein wird. Versuchen wir das Ganze mal. Erstmal bis hier. Aber so haben wir das dann erstmal so weit passt. Und hier kann ich dann, ich jetzt aber dann nochmal einen Mittelspannungsschalter setzen. Die Straße muss ich dann auch weiterführen. Was brauchen wir eigentlich überhaupt alles zum Straßenbau? Also wir haben Kies, wir kriegen Bretter. Wir können ja mal die Fahrzeuge kaufen. Wenn die überhaupt brauchen. Bulldozer sicherlich. Und den Straßenkran jetzt schon, ich glaube nicht. Und jetzt schon Bagger. Walze werden die sicher brauchen. Da können wir jetzt zumindest schon mal die Straßen jetzt selber bauen. Okay. Wir setzen jetzt eine Straße. Ja, komplett eigenem Schweiß und Mühen errichten werden. Wir haben hier eine schickere Kurve, aber es macht irgendwie nicht. Okay, da steht's ja. Also 100, 200 Arbeitstage, 750 Tonnen Kies. Also eine neue Konstruktion zu. Warum nicht? Warum geht das nicht? So. 3 Kilometer, da müsste doch jetzt gehen. Warum geht das nicht? Ich hätte gerne Straßen jetzt selber gebaut. Konstruktion zu. Meine, um Kiesstraßen bauen zu können, habe ich doch alles selber. Hier rückt keiner aus. Hm, doch. Oder? Nee, du bist vom Kieswerk. Ah, der fährt tanken. Der fährt tanken ohne Sprit. Okay, dann können wir das schon mal festhalten. Wenn die keinen Sprit mehr haben, dann fahren die automatisch hier zur Tankstelle. Dann müssen wir irgendwann da oben noch eine Tankstelle bauen. Dann müssen die nicht so weit fahren. Ja, stell mal 13 Liter voll getankt. Ey, wenn es wirklich so schnell gehen würde. So, wenigstens klappt das. Warum wird meine Straße nicht gebaut? Nein, ich kann hier die Konstruktion auch nicht zuweisen. Wenn ich jetzt einfach mal hier eine Kiesstraße
etwas näher dran. So, machen wir doch mal hier. Kiesstraße. Wie beginnen Sie mit dem Bau der geplanten Struktur? Ah, okay, okay. Sieht es ja. Okay, alles klar, alles klar. Beginnen Sie. Der unvollendete Straße. Fehlender Moldenkipper, fehlender Bus. Ach komm, die Leute können doch laufen. Okay, Moldenkipper. In welcher Kategorie fällt der? Nee, Kipper, Kipper. Na komm, das Kieswerk ist gleich nebenan, da reicht ein kleiner. Na nee, der dürfte klein sein. Jetzt alles. Genau, der Bus geht jetzt hier die Arbeiter abholen. Dann wird hier zur Baustelle gefahren. Die haben wir hier. Arbeiter kommen. Ja, das wird dann das erste Bauprojekt sein, was wir vollständig selber errichten, ohne viel Geld, einfach mit eigenen Ressourcen, die wir haben. Da sieht man mal, wie viel Megawatt es braucht, wenn hier mal gearbeitet wird. Eigentlich ganz gut, dass ich hier die Mittel-Dings, großen Mittelspannungsleute gebaut haben, die bis 2,2 Watt da bringen. Hier kommt die Walze. Bleibt hier der Bus mit den Arbeitern? Ist er das? Nee, das ist er nicht. Oder ist das doch? Dann ist es er. 28 Arbeiter liefert er. Okay, Kies kommt hier auf die Baustelle. Fenster hier wegmachen. Der Bau läuft ohne Probleme. Das ist doch was. Ein Stück ist halt gebracht. Fehlende Ressourcen, Kies. Ja, fährt jetzt Arbeitsanlage. Was mit dem LKW, der Kies bringt? Das ist der hier. Genau. Warum dauert das eigentlich so lange? Ich glaube, größer im Kauf. Aber wir können jetzt schon mal hier ein bisschen weiter planen. Zumindest die Kohlenmine mal setzen. Ah, es sollte vielleicht farblich dann auch noch mal ein bisschen bearbeitet werden. Hey, das hier ist warum sehr weit weg und dann kriege ich ja wieder ein bisschen Probleme. Ist auch nicht mal ein Straßenbau überhaupt. Oder warte mal, bis wieder Tag ist. Dunkeln sind nicht immer so schlecht.
Können wir mal weiter gucken. Wir waren ja beim Zementwerk. Dort halt Kohle und Kies. Das geht dann wiederum ins Betonwerk. Das braucht Kies und Zement. Dann kriegen wir Beton. Beton. Und dann auch wieder für unser Konstruktionsbüro. Asphalt brauchen wir noch nicht. Asphaltstraßen werden wir nicht bauen. Was ist denn mit Steinen? Das ist eine Ziegelfabrik. Braucht auch Kohle. Bauwerk, Asphaltanlage. Fabrik für Plattenteile. Wind und Kies. Okay, werden Steinplatten hergestellt. Oder ist sie mit Stein einfach Platten gemeint? Doch Fertigbaupaneele? Jetzt nicht ganz klar. Ist auch ein bisschen komisch, dass in der bauwirtschaftlichen Industrie nur halt nur so wenige Fabriken sind, die die nötigen Teile herstellen. Der Rest dann hier unter Eiskohleeisen ist. Ach, hier sieht man den schönen Fortschritt. Ich bin so stolz auf das, was wir geleistet haben. Zumindest sind wir autark im Punkt des Straßenbaus, solange es noch Kiesstraßen sind. Treibstoff werde ich meine Eltern nochmal nachkaufen müssen. Aber sobald wir dann die Kohlemine haben, auch keine Kohle mehr importieren. Das zähle ich mal auch. Okay, Kohle verbraucht sich doch ein bisschen schneller als gedacht. Damit sollte man noch eine Weile auskommen. Da kann ich dann auch mal schon manuell nachkaufen. Auf jeden Fall verschwindet das Geld nicht mehr so schnell wie gedacht. Oder wie anfangs. Ja, hier haben wir noch ein paar. Aber nee, hier. Eigene Konstruktion ist viel wichtiger. Muss man eine zweite Haushaltsstelle bauen? Okay, jetzt Tag. Dann gucken wir so mal wegen der Kohlemine. So, ein bisschen weiter raus. Yes, viel Kohle. Dann setze ich die erstmal hier. Ja, kann ich die wenigstens setzen? Also, weiß ich nicht, ob die genau so da stand, wie ich es wollte. Na doch. Kann ich dann noch nachträglich sagen? Genau. Nachträglich kann ich mit
Geld dann auch machen. Kann ich ja zumindest schon mal Straße weitersetzen. Mit Direktverbindung? Sehr schön. Jetzt erstmal Bau aussetzen. Aber zumindest die Straße können sie dann weiterbauen. Hier Strom weitersetzen. Den Spannungsschalter, den muss ich dann leider hier nochmal mit Geld bauen. Ach, was war denn da gerade? Passen, wenn ich den hier setze. Kann wirklich ein Mittelspannungsschalter hier eine Stromanbindung machen? Nee, da braucht man ein Umspannwerk. Na, da müsste ich jetzt besser wissen, wie ich noch alles in den Bereich setzen werde. Ich habe es immer so gedacht, wenn ich den hier setze, kommen wir halt links, da halt die eine Trasse an. Da könnte ja gegenüber der Trasse rausgehen zum Umspannwerk. Zur Mitte, ja, woanders hin halt. Wird passen. Nein. Falsch, falsch, falsch. Leitungen. Warum steht der eigentlich nicht, was ich zum Bau brauchte? Ah, jetzt steht's da. Stahl und elektrische Komponenten. Haben wir nicht. Mal vergleichen, wie viel kostet das in Dollar und wie viel in Rubel? Okay, das wären 4000 Rubel. Was? 6000 Dollar? Bist du wahnsinnig? Schon interessieren, wie man das hier ein bisschen beschleunigen könnte. Ja, voll. Fahrzeuge werden so langsam geladen. Warum eigentlich? Ach nee, das könnte man ja beschleunigen mit diesen. Ja. LKW Rohstoffe beladen. Aber da macht man hier diese Förderer. Man verbindet es und dann kann man das ein bisschen beschleunigen. Aber noch haben wir ja nicht so viele LKWs. Was?
Ja, voll! Ich gebe euch mal 9 LKW. Sollte ja ein offener sein. Das sollte reichen. Kann man hier zumindest Butter exportieren. Weiß jetzt nicht, ob das gerade zu hören war, aber die Halterung vom Mikro ist gerade ein bisschen verrutscht. Sollte man alles stabil sein, jedes Stativ. Jetzt ein Butter aus, reicht noch. Reicht noch ein bisschen. Wenn wir die Kohle dann haben, brauchen wir das Zementwerk. Wie sieht das eigentlich aus? Oh Gott, ist so riesig. Es hat so viele Zugänge und Abgänge. Muss man ja schon wieder groß planen, wenn man viel machen will. Gucken wir mal weiter. Also Zementwerk, hier war das Betonwerk. Das wird auch ganz klein. Dieser Straßenabschnitt eigentlich zugeordnet? Nein. Aber ich kann den ja. Eine Straße haben mit dem Baubüro. Ja, schön, er baut ihn erstmal hier fertig. Ja, und du musst hier nicht gleich durchdrehen. Walzer. Walzt dir gleich eins. Oder tanzt er nur? Was macht der? Hat das beruhigt. Machen wir eine kurze Pause. Und dann werden wir unsere schöne Industrie weiter planen. Also bis gleich.